Okay, Gerrit Altevogt, Mann aus der freien Szene, ja, ich würde sagen, seit diesem Jahr in der deutschen Meisterschaft zu Hause. Gefällt's dir? Ja, absolut. Die Bahnen sind top und Schlitter haben mir sehr gut gefallen. Jetzt bin ich zum zweiten Mal am Start und mal schauen, wie es jetzt läuft. Ich habe eben gesagt, ich glaube, dein großer Nachteil ist, der große Reiz ist gar nicht mehr ins Ausland zu fahren, weil du seit Geburt eigentlich auf allen Rennstrecken Europas warst. Das stimmt, ne? Das stimmt absolut. Zum Gucken war ich schon so gut wie überall, sag ich mal. Aber zum Fahren ist der Reiz natürlich da. Das erste Mal ist die DM in Steinburg in Frankreich. Du bist die Strecke, glaube ich, zu Fuß. Du bist in Führung, 30 Mal schon rumgelaufen. Ja. Wie gefällt es dir? Ja, absolut super Strecke. Schöne Bahnführung und mal schauen, wie es jetzt gleich in Frankreich geht. Ich glaube, du bist der einzige, Gerrit, der ein bisschen wenig Hubraum hat, ne? Ja, ist leider so, die Klasse 1 ist ausgestorben, aber was wir machen, muss ja mit den 2 Litern fahren. Das heißt, wir drehen uns mal kurz um. Da sehe ich ein Peugeot 106, richtig? Ja, okay, der hat wie viel Leistung? 94 PS. Na, das reicht erstmal, oder? Ja. Weitere Ziele, werden wir dich in der DM öfter mal sehen, Gerrit? Haben wir vor, jetzt weitere Planungen, wenn ich volljährig bin, vielleicht mal die DM. Hört sich gut an. Ich drücke dir die Daumen und mach uns keine Schande in Frankreich. Auf keinen Fall. Danke.